Es wird hell, es haut sich auf den Sitz, es wird Zeit für mal Blitz. Und damit ho zu einem, upsala, neuen Part von Mablitz. Und ja, es ist so, dass die Folgen jetzt ein bisschen später kommen und wir sind nicht am Sonntag kommen, wie sie kommen sollten. Das ist leider so. Und das lässt sich auch nicht so gut ändern, weil ich meist am Wochenende eben nicht daheim bin, beziehungsweise zu tun habe. Das Wochenende ist immer so ein bisschen ein sozialerer Punkt bei mir. Da möchte ich jetzt nicht wirklich streamen, nicht wirklich viel für den YouTube-Kanal machen. Das ist einfach so eine Auszeit von dem Ganzen. Tut mir auch ganz gut. Und ja, den gibt's halt auch so nebenbei mal, ne? Genau. Was ich zur Musik im Hintergrund sagen kann, ich habe eine Playlist gemacht, wo ich die ganzen Lieder, die im Hintergrund immer gelaufen sind, so drin gehabt habe. Anscheinend muss Nintendo jetzt irgendwie dagegen vorgegangen sein, weil sehr, sehr viele Videos von privat gelöscht, müssen runtergenommen werden und sonst was. Also, ja, ich weiß nicht, ob es an Nintendo liegt oder an den anderen Leuten irgendwas, I don't know. Auf jeden Fall, ja, das Video oder die Musik vom letzten Part, die ist jetzt, das Video zum Beispiel privat gestellt worden inzwischen, ne? Gut, dann kommen wir zu den Videos der letzten Woche, bis zu dem Video der letzten Woche. Wir hatten nur ein Video, und zwar war das die Folge aus der Saison 3 Auslosung. Und warum gab es nur ein Video? Das kann ich euch auch sagen, weil das Wetter zu gut war, wirklich. Das ist einfach der Hauptgrund, das Wetter war geil. Und sorry, wenn das Wetter geil ist, wenn es draußen 25 Grad hat, dann chill ich jetzt nicht unbedingt am PC und in meinem heißen Zimmer und mach da irgendwas, ne? Das ist nicht mein Style. Ich keine Ahnung, ich bin im Sommer, werde auch ein bisschen unproduktiver, kann natürlich sein. I don't know. Auf jeden Fall, ja, das ist echt der Hauptgrund, ganz ehrlich. So. Dann können wir auch noch gleich weitergehen zu den Streams, die es gab. Da gab es allerdings schon welche, vor allem abends eben. Mit der Folge ist Saison 3 angefangen und hat Spaß gemacht und ja, macht's wieder Fun. Also die eine Woche Folge ist war ziemlich gut, die Pause. Und ich habe ja immer wieder Bock auf Folge. Dann Dead by Daylight habe ich relativ viel gestreamt. Die Pokémon Snap. Und lag den Star, es war ziemlich spontan und eine Ausnahme, aber auch ganz lustig, sowas mal zu machen. Dabei waren unter anderem Tobi, Setrio und Jason, also The Crusher und Tobi, der aka Damon, ne? So ist es. War auch ganz interessant, mal so zu machen, ne? Projekte, die ausgefallen sind, ist Psychonauts, Amnesia Rebirth und Clean One Girl Army. Die Spiele wollte ich eigentlich springen, habe ich nicht geschafft. Und ja, das Spiel komme ich auch noch gleich, wie es mit denen in Zukunft aussieht. Als erstes kommen wir jetzt noch dazu, dass die Woche an sich ganz cool war. In den meisten der Badella Streams gab es echt nice Sachen. Das heißt, es kamen neue aktive Zuschauer dazu, die wirklich in den Stream reingekommen sind, während dem Stream und auch lange geblieben sind. Was ich lange nicht mehr in dieser Art hatte und das freut mich sehr. Und außerdem gab es auch einige lustige Zufälle in den Streams und alles drum und dran. Es war wirklich nice. Also ich fand es wirklich, die Streamwoche war ganz gut. Und das sieht man auch an den Zahlen, die gleich noch kommen. Aber erstmal noch zu New Pokémon Snap. Und zwar habe ich da wieder ein paar Zahlen. Und zwar, dass, also die Pokémon haben wir ein Pokémon extra. Das ist aber 0%, weil das wenig ist. Vielleicht irgendwie 0,1%, keine Ahnung, ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wir haben plus 2% Diamantwertungen. Wir haben insgesamt 3 Pokémon komplett auf dir. Insgesamt 3%. Und 11%, also jetzt über 10%, über ein Zehntel, haben wir jetzt schon die Seite komplett. Also 1, 2, 3, 4 Sterne auf irgendeiner Wertung. Genau. Aber ziemlich cool, ne? Nun kommen wir noch zu der nächsten Woche, was ich da geplant habe. Und da habe ich so geplant, dass ich folgende Sachen streamen möchte. Folge ist Bundesliga, der zweite Spieltag soll kommen. Außerdem Dead by Daylight, New Pokémon Snap, Psychonauts eventuell, das kann ich euch noch nicht sagen. Und noch etwas Neues, was ich so gesehen schon mal hatte auf meinem Kanal, aber sehr, sehr lange nicht mehr. Und ich habe mir ja was ausgedacht, mit wem anderen noch. Also ziemlich, ja,
ziemlich cool, denke ich. Ich hoffe, das wird auch spaßig werden, aber ich denke mal schon. Und wenn es gut geht, wird es am Dienstag, also morgen starten. Morgen Abend, schauen wir mal. So. So ist das. Dann kommen wir zu den Kommentaren, beziehungsweise einfach zu anderen Spielen. Also ich habe jetzt, wie ihr seht, also wie ich euch gerade gesagt habe, habe ich nichts zu Amnesia und auch nichts zu, was ich noch gesagt, jetzt sage ich noch schon, aber nicht zu Keen. Also die beiden Spiele werden hundertprozentig diese Woche als Stream ausfallen, weil die sind einfach von der Priorität nicht zu weit oben, ne? So ist es. Dann kommen wir jetzt zu den Kommentaren, beziehungsweise dem Kommentar. Und ja, da ist halt so eine Frage, ob ich das überhaupt noch machen soll mit den Kommentarfragen. Das wird jetzt auch eine Kommentarfrage sein, dass ich frage, ob das überhaupt noch eine Kommentarfrage, ob ich die überhaupt noch machen soll, diese Kommentarfragen, weil, keine Ahnung, ich meine, wenn ich so verschiedene Meinungen habe, kann ich das ein bisschen abwägen. Wenn ich zwei Kommentare habe, dann sehe ich, okay, der eine sagt so, der andere sagt so. Aber wenn ich nur, immer nur einen Kommentar habe, also vielen Dank an den einen Kommentar immer, klar. Aber wenn ich halt immer nur einen Kommentar habe, dann ist es halt, ja, ich freue mich zwar, aber es ist diesen Aufwand halt irgendwie dann auch nicht wert. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob ich die Kommentarfragen noch weitermachen soll, ne? Genau. Okay, die Fragen der Folge sind, also waren folgende. Und zwar, erstes, hast du schon mal von Dixpa gehört? Wenn nicht, schau gerne mal auf mein Profil dort. Habe ich schon mal davon gehört. Hast du schon mal den EC gesehen? Oder 2021? Habt ihr noch nie geschaut? Aber sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Hast du die dritte Teil der Things Staffel gesehen? Ich trug Teil der Things nicht. Und hast du schon mal ein Olivenöl spülen gegen Zahnfleischbeschwerden gehört? WTF, XC. Also nein. Okay. Wie auch immer. Also schreibt mir gerne in die Kommentare jetzt, ob ich das überhaupt noch weitermachen soll, weil, ja. Ich hätte gern mehr als eine Meinung, weil, keine Ahnung, es ist irgendwie so, es war auch oft so, dass jetzt auch keine Meinung da war und so weiter, dann kann ich es auch eigentlich ganz weglassen, oder was meint ihr? Genau. Dann geht's weiter mit den Zahlen, ne? Mhm. Und zwar haben wir auf YouTube einige Abonnenten bloß gemacht, das ist bei 3174 und ja, die Roomtour wird kommen. Ja, bevor wir 4000 haben, okay? Ja, ich muss erstmal aufrappeln, mein Zimmer perfekt aufräumen, dass ich es dann wem bringen kann. Aber es wird kommen. Die Views sind runtergegangen, die Wiedergabestundenzeit auch runter und die Umsatz auch runter. Aber ich denke mir halt, wenn ich nur ein Video die Woche oder zwei Videos die Woche gebracht habe, dann ist es halt auch wirklich, ja, klar, mehr oder weniger. Genau. Dann Twitch-Follower haben wir 4 Blocks gemacht, das ist bei 291. Wir haben einen Sub verloren, das ist bei 3. Und Views die Woche haben wir 119. Das heißt, wir sind wieder über die 100 drüber und da freue ich mich sehr. Letzte Woche waren wir über 59 oder so. Und jetzt haben wir einfach 60 mehr. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Eigentlich das Doppelte, ne? Also, ich hoffe, das geht so weiter, dass wir über den 100 Views bleiben pro Woche. Das wäre sehr, sehr nice. Würde mich sehr, sehr freuen. Genau, kommen wir zur Musik. Die Musik, da haben wir folgendes. Die neue MMM ist da. Die habe ich jetzt auch gerade fertig gemacht. Die könnt ihr, ja, in den Kommentaren, nicht Kommentaren, sondern in der Videobeschreibung finden. Und auf meinem Discord im Zickers Music sollte die auch drin sein, ne? Dann kamen zwei coole Alben raus, und zwar das neue Easy Life Album, Life is a Beach, und das 21 Pilots Album, Scaled and Icy. Sind beide sehr, sehr cool, die Alben, muss ich wirklich sagen. Und ja, mir haben sie sehr, sehr gut getaucht. Und dann habe ich mir auch noch zwei Alben von The Weeknd gekauft. Beauty Behind the Madness und After Hours. Für zusammen 12 Euro. Das war ein Müller. War ziemlich cool. Und ziemlich günstig tatsächlich. Und ja, das Beauty Behind the Madness habe ich schon angehört. Und After Hours kenne ich soweit halt von Spotify. Aber ich wollte die Alben mal besitzen. Fürs Auto kann man die gut hören und so weiter. Und ja, ich finde die Alben ziemlich cool. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob die Interpreten, ob die irgendeiner der Interpreten was sagt. Easy Life, 21 Pilots oder The Weeknd. Und wenn ja, welche Lieblingssongs du von diesen hast. Ja, das würde mich total interessieren, ne? Genau, und dann kommen wir zum Privaten. Und zwar haben wir, also, habe ich mit jemandem einen Horrorfilm gesehen. Und zwar den Horrorfilm, ich fand jetzt nicht wirklich Horror, aber es war ein Horrorfilm, mit dem Namen A Good Marriage. Genau. Von Stephen King ist einer. Ich fand den Film ein bisschen strange. Jetzt nicht wirklich besonders, aber man muss auch sagen,
viele Stephen King-Filme sind nicht die allerbesten. Vor allem, wenn Stephen King in der Regie mitwirkt oder so. Das ist halt so eine Sache, ne? Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, und zwar dem Steam-Einkauf. Ich habe ein bisschen geshoppt auf Steam, und zwar habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Einmal den American Truck Simulator, weil der komplett runtergesetzt war, und ich hatte den ETS ja schon, den Auto Simulator, und dann war der irgendwie für umgerechnet 2 Euro oder so zu haben, und ja, habe ich mir mal geholt, werde ich jetzt aber erstmal nicht bringen, denke ich, irgendwann mal vielleicht. Dann Life is Strange Before the Storm Deluxe Edition, und zwar von die nicht Remastered, habe ich mir doch geholt jetzt, weil ja die Remaster-Version von Life is Strange und Life is Strange Before the Storm ja erst nach dem neuen Life is Strange rauskommt, was bedeutet, dass ich das neue Life is Strange spielen würde, bevor ich Before the Storm gespielt habe, und das macht überhaupt keinen Sinn in der Reihenfolge. Deswegen habe ich mir jetzt das andere noch gekauft, weil es auch im Angebot war. Das werde ich wahrscheinlich ziemlich kurzfristig vor Life is Strange, dem neuen eben spielen. Das neue kommt ja Anfang September raus, denke ich. Dann werde ich das Life is Strange Before the Storm eventuell Ende August spielen, oder? Ich weiß es noch nicht. I don't know. Werden wir sehen, okay? Auf jeden Fall ziemlich kurz davor sollte ich das dann spielen wollen. Genau. Und dann habe ich mir auch noch 2 andere Spiele gekauft. Und zwar einmal Bully Scholarship Edition. Das ist so ein Spiel von Rockstar Games, also den Machern von GTA. Und die haben quasi so ein Story-Spiel gemacht. Und das habe ich früher als Let's Play gesehen, fand ziemlich cool. Ist man so in der Schule und wurde, ich weiß nicht, ob man selber der Mobber ist oder gemobbt wird. Auf jeden Fall spielt dieses ganze Schulszenario einfach gut. Zeigt man das gut, sieht man das cool. Das ist halt einfach quasi auf einer Highschool, glaube ich, College, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich cool vom Aussehen her, und es ist ziemlich alt auch schon. Also ich denke mir, wenn wir mit Psychonauts fertig sind, dann könnten wir uns das an das mal ranmachen oder so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sieht es ziemlich spannend aus. Und ja, genau. Genau, ich schreibe das hier noch kurz auf. Und zwar, kennt ihr eins der Steam-Games-Besitzer? Erst noch eins, okay. Das Spiel The Park, ein Horrorspiel, was auch stark untergesetzt war. Und ich dachte mir, lass mal das auch nochmal spielen. Ich wollte es schon immer mal kaufen, aber es war nie im Angebot. Oder ich habe es immer verpasst, wenn es im Angebot war. Und deswegen, ja, ist es so, dass ich mir das jetzt geholt habe und auch bald spielen werde. Ich weiß nicht genau wann. Genau. Und ihr könnt mal jetzt, es kommt eine Frage in den Kommentaren schreiben. Wollt ihr oder kennt ihr eines der Spiele, und welches interessiert euch am meisten? Einmal American Truck Simulator, Life is Strange Before the Storm, Bully Scholarship Edition oder The Park. So, schreibe ich hier noch das kurz auf. Perfekt. Damit kommen wir zu den Kommentarfragen, die ja lauten: einmal, soll ich überhaupt noch Kommentarfragen machen? Weil es ja so gut wie keiner mitmacht. Zweitens, einfach vom Wetter her, hast du das Wetter genossen? Würde mich interessieren, weil, ja, Wetter, es war heiß. War ja wirklich gutes Wetter die letzte Woche, und diese Woche soll es ja auch ganz gut werden. Oder was hast du mit dem Wetter gemacht? Bei dem Wetter. Dann drittens, kennst du die Interpreten, die halt in den Kommentaren stehen? Und viertens, kennst du die Steam-Games, die in den Spielen stehen? Welche interessiert dich davon am meisten? Der Partname von dem Part ist ja das Wetter schuld, und ja, ist halt auch wirklich so, dass wenn es gestern die ganze Zeit geregnet hätte, dann hätte ich auf jeden Fall mehr Videos gebracht. Mehr Stream wahrscheinlich nicht, aber mehr Videos gebracht. Und so ist es, ne? Ich würde sagen, das war's noch von dieser Folge. Ich hoffe, ja, ich habe nichts vergessen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und ich hoffe, ich werde mehr auf die Reihe bringen als letzte Woche. Aber kommt aus meinem Daumen ein bisschen an, ne? Genau, das war's schon. Ciao, euer Zickerflieg. Tschüss. Ciao.